da draußen und herzlich willkommen auf dem Kanal der Mantika. Wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Kirsten Buchholzer und heute würde ich gerne mal über ein neues Tarotbuch sprechen, was mir der Königsfurt Urania Verlag netterweise überlassen hat, um es zu rezensieren. Es heißt Tarot für dich und ist von Noemi Christoph. Noemi Christoph kann man hier gleich auf dem Cover erkennen. Sie ist wohl das, was man eine Tarot-Influencerin oder nur eine Influencerin nennt. Ich bin Gott sei Dank in einem Alter, wo ich nicht mehr wissen muss, was eine Influencerin genau tut. Ich würde einfach hoffen, dass das bedeutet, dass sie eine Tarot-Expertin ist. Und ihr Buch, das richtet sich besonders an die sogenannte Generation Y. Es ist wohl ein Buch, was eher für Anfänger geeignet ist als für Experten. Das werden wir gleich mal testen. Ich habe ein wenig in das Buch hineingeschaut und ich würde sagen, dass Noemi sich hauptsächlich beschäftigt mit dem sogenannten psychologischen Tarot. Gleichzeitig betont sie die Tarot Magic, also das, was wir etwas Älteren vielleicht als das bezeichnen würden, was passiert, wenn man Tarotkarten legt. Da gibt es, obwohl da viel Psychologie mit dabei ist und das als Selbsterkenntnistool genutzt wird, ist halt auch immer noch so ein gewisser mystischer Moment, ein Aha-Erlebnis im Spiel, wenn wir mit den Karten arbeiten. Und von daher, ja, sagt Noemi Christoph, glaube ich, nichts anderes als viele andere Kartenleger und Kartenlegerinnen. Aber was ist das Neue an diesem Buch? Sie spricht in der Sprache der Generation Y und sie hat nicht nur Bilder aus dem Waite-Smith-Tarot, das vorne auf dem Cover abgebildet ist, sondern im Buch sehen wir, dass sie auch immer mit den Bildern des Modern Witch Tarot arbeitet, über das ich ja auch schon berichtet habe und mit dem ich selbst gerne arbeite und auch auf dieses Buch explizit, auf dieses Deck explizit abhebt, indem sie neben der Interpretation der Waite-Karte, dessen, was man auf der Waite-Karte sieht, hat auch immer noch einen Paragraphen über das Modern Witch Tarot hat. Ansonsten bin ich hier gerade mal bei der 10 der Stäbe angelangt und sehe, dass sie, ich kann das ja nochmal hier reinhalten, so neben dem Titel hier immer Stichworte gibt, die beiden Karten nebeneinander stellt, für das Waite-Smith-Deck etwas sagt, für das Modern Witch Tarot etwas sagt und dann noch ein paar Paragraphen jeweils in deinem Leben, also ja, das, was gerade in deinem Leben passiert, dazu ein paar Worte sagt und dann noch als Selbstfürsorgepraxis einen Tipp gibt, kann man vielleicht auch mit Achtsamkeit übersetzen. Im Vorwort oder im Einleitungsteil ihres Buches, übrigens ein sehr schönes Cover, sehr schön anzufassen, auch das Papier gefällt mir sehr gut an diesem Buch. Hier mal ein Blick ins Inhaltsverzeichnis. In der Einleitung geht sie auch nochmal genau auf ihre persönliche Tarotphilosophie ein, von der ich finde, dass ich da sehr viel wiedererkenne aus dem, was wir im Tarot e.V. machen. Unser Ehrenkodex, der ist da durchaus mit im Spiel. Sie gibt Grundlagen zum Tarot. Ihr seht das, wie ein Tarotdeck aufgebaut ist, die Ursprünge der Tarotkarten, Unterschied zwischen Tarot- und Orakelkarten, Archetypen und Gender. Das ist sicher etwas, was eher ein neueres Thema im Tarot ist, wird angesprochen. Und sie erklärt uns auch, was die Karten nicht sind und was die Karten stattdessen sind. Und auch dazu gibt es natürlich immer unterschiedliche Philosophien. Und sie hat auch ein paar Legungen parat in dem Buch. Und ja, also ich finde, wenn ich hier mal so eine Seite aufschlage, schon auch sehr ansprechend. Sie zieht Vergleiche zu anderen Decks. Ich würde sagen, hauptsächlich aus dem Königsfurt Urania. Das ist das ätherische Visionentarot, das Rabentarot und das mystische Tarot von der Katrin Weltstein.
Ja, also das ist, sind die neueren Decks, die jetzt so im Kommen sind und die auch breiten Anklang finden. Und für das Publikum, das diese Karten mag, ist dieses Buch, würde ich sagen, speziell geschrieben. Ja, also was die Karten nicht sind, da wird hier speziell auf Hollywood-Mythen abge an, speziell, werden speziell Hollywood-Mythen genannt. Und ja, ich denke, dass vieles, was hier steht, auch in anderen Büchern in einer anderen Sprache steht. Das ist genau das, was ich heute mit dem Video machen möchte. Ich habe nämlich mir überlegt, anstatt nur über dieses Buch zu referieren, wie gesagt, so wie es aufgebaut ist, es geht es ja nicht sehr in die Tiefe, es sind immer nur sehr kurze Passagen über die einzelnen Karten genannt, werde ich jetzt das Buch einfach mal mit wichtigen Tarotbüchern nur in deutscher Sprache, ich habe mich jetzt auf die deutsche Sprache festgelegt, aus anderen Zeiten, ja, werde ich das Buch damit vergleichen, um zu sehen, inwieweit sich vielleicht von der Sprache her etwas ändert, die Aussage aber dieselbe ist. Und vielleicht hast du dann dabei auch noch eine Inspiration, nicht nur mal in dieses Buch zu schauen, dir zu überlegen, ob du es haben möchtest, sondern lernst auch gleich noch ein paar andere wichtige deutsche Tarotbücher kennen. Also, wir haben einmal das Tarot für dich. Dann habe ich mir überlegt, ein sehr wichtiges Buch, auch von einer Frau geschrieben, ist das große Tarot-Praxisbuch von Lilo Schwarz. Das ist in den 90ern zuerst erschienen als Dialoge mit den Bildern des Tarot und war ein sehr einflussreiches Buch auch damals und ist eins meiner ganz persönlichen deutschen Lieblingsbücher. Außerdem habe ich hier noch von den ehemaligen, den Gründern des Königsfurt Urania Verlages von Johannes Fiebig und Evelyn Bürger ein Buch herausgesucht, das Tarot Basics Waite. Es gibt auch das Tarot Basics Crawley von den beiden, bei dem ich das Lektorat mitgestaltet habe. Und Johannes Fiebig und Evelyn Bürger kommen auch sehr stark aus der psychologischen Deutung. Die Lilo Schwarz, das habe ich eben gar nicht erwähnt, ist auch hauptsächlich Psychologin und hat dann Tarot genutzt, um ja, mit den Bildern halt psychologisch zu arbeiten. Johannes Fiebig und Evelyn Bürger tun das auch, aber sie arbeiten auch sehr stark mit Traumdeutung. Dieses Buch ist ja auch in den 90ern, basiert aber auf dem Wissen, das sie seit den 70er und 80er Jahren über Tarot angesammelt haben. Dann habe ich eine sehr, sehr alte Ausgabe, weil ich sie einfach schon so lange habe, von den legendären Schlüsselworten zum Tarot von Hajo Banzhaf. Mein persönlicher absoluter Empfehlungstipp für Anfänger, denn da hast du wirklich nur Schlüsselwörter für die einzelnen Karten und kannst deiner Intuition freien Lauf lassen. Übrigens, alle diese Bücher findest du auch auf dem Blog tarotwissen.de. Ich werde später noch den Link dahin setzen, als aufgelistet, wo du sie bekommen kannst. In dieser Ausgabe sind sie eindeutig vergriffen, ist dieses Buch eindeutig vergriffen. Ja, und dann habe ich noch das Buch genommen. Verzeihung, die Schlüsselworte zum Tarot sind auch aus den 80ern. Und dann habe ich das Buch genommen, mit dem ich persönlich selbst gelernt habe. Renate Anratz, Tarot, dem Leben in die Karten schauen. Das war mein allererstes Tarotbuch. Da war ich 18 Jahre alt und es stammt auch aus den 80er Jahren. Ja, und alle Bücher, die ich hier genommen habe, beziehen sich auf das Waite-Smith-Tarot und entsprechen in vieler Hinsicht meiner persönlichen Haltung zum Tarot. Ich habe natürlich auch immer Abweichungen mit meiner Meinung bei den unterschiedlichen Autoren, aber prinzipiell sind das alles Bücher und Autoren, die du wirklich erwägen solltest, wenn du dich mit Tarot tiefergreifender beschäftigen möchtest, mit dem Waite-Smith-Tarot und wenn du deutsche Autoren und Autorinnen bevorzugst. Gut, meine Idee war jetzt, dass wir
beziehungsweise dass ich hier mir mein Modern Witch Tarot greife und einfach mal die Karten mische. Und ich werde sowohl einen Trumpf als auch ein großes Arkanum und ein kleines Arkanum auswählen. Und dann gucken wir mal, was jeweils die einzelnen Bücher dazu zu sagen haben und können dann vielleicht einen Vergleich ziehen, inwieweit welches Buch Stärken und Schwächen hat. Und ich beginne gleich damit. Genau, ich habe hier netterweise einen Assistenten, der jetzt die Karten ziehen wird. Und was wir jetzt brauchen als allererstes ist, nein, wir fangen einfach an. Ich muss einfach eine Karte aus diesem Deck gezogen bekommen. Ja, dreh sie mal bitte um. Das hast du großartig gemacht. Die 10 der Schwerter. Das finde ich total interessant, weil das ist jetzt hier das Modern Witch Tarot von Lisa Stirl. Und diese Karte hat Lisa zweimal gemalt. Einmal als 10 der Schwerter und einmal ganz am Ende als Everything is fine. Sie hat mit der Karte 10 der Schwerter begonnen, weil sie genauso wie das mein Assistent gerade getan hat, sie zufällig gezogen hat, um zu sagen, okay, mit der Karte fange ich an. Und dann hat sie sich einmal durch das Deck durchgearbeitet und endete mit dieser Karte. Sag mal, Franz, was fällt dir ein, wenn du diese Karte siehst? Die zockt. Die zockt. Die zockt auf dem Handy, ganz genau. Also die Schwerter stehen ja im Tarot immer für Luft, für Gedanken, ne? Und in dem Fall zockt sie vielleicht ein bisschen zu viel und hat jetzt den Kopf zu voll mit gezockten Dingen und weiß nicht mehr so richtig ein und aus. Und du siehst gerade so ein bisschen so aus, als geht dir das ähnlich. Ich werde meinen Assistenten nachher mal ein bisschen an die frische Luft schicken, glaube ich. Ja, nun schauen wir doch einfach mal, was fangen wir ruhig mit Hajo Banzhaf an, was Hajo Banzhaf jetzt zu der 10 Schwerter sagt. Das habe ich hier liegen, genau. Möchtest du das vorlesen, was da steht, die 10 Schwerter? Allgemein. Willkürliches Ende. Schlussstrich tot. Tabula rasa. Tabula rasa, genau. Beruf. Kündigung. Abrupter Wechsel. Beziehung. Schluss machen. Sich gewaltsam lösen. Bewusstsein. Gewaltsame, demonstrative Abkehr. Brutale Lösung. Ziel. Endgültige bewusste Trennung oder Absage. Schatten. Grausamkeit, Zerstörungswut. Umgekehrt. Vorübergehender Vorteil, scheinbare Besserung. Ja, das ist interessant, ne? Also hier in diesem Buch, ich zeige das auch gerne nochmal in der Kamera, wird ganz konkret auf die verschiedenen Bereiche eingegangen, die wir beim Kartenlegen gerne ziehen. Und ihr seht hier in diesem Buch sind die Stichworte dann doch auch ziemlich tough. Ja, es geht hier halt wirklich um ein Ende, auch ein unangenehmes Ende. Und man sieht, dass Hajo Banzhaf da doch auch, obwohl er auch sich mit der psychologischen Arbeit stark beschäftigt hat und auch selbst psychologisch gearbeitet hat, schon auch aus altem, eher wahrsagerischen Wissen schöpft in seinen Schlüsselwörtern. Ich finde das ganz hilfreich. Ja, gut. Dann schauen wir mal in das nächste Buch hinein. Ich gucke nämlich gerade, in welchen Büchern, was zu den einzelnen Karten in den Büchern steht. Müssen wir noch mehr Karten ziehen, weil sonst würde ich nur die Karte liegen lassen und die anderen aus dem Weg räumen. Wir werden nachher noch eine Karte ziehen, aber das ist eine gute Idee, wenn du das wegräumst. So, ich schlage in der Zwischenzeit mal die 10 der Schwerter auf. Und ich lege das hier nochmal hin. Da steht wesentlich mehr als jetzt bei Hajo Banzhaf. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen lassen, aber darf ich einmal kurz so zeigen. Also ihr habt hier oben eine Bedeutung, die Franz gleich vorlesen wird. Und dann, das ist das Spezielle an diesem Buch, seht ihr, dass unterschiedliche Symbole herausgehoben werden aus den Karten
und hier nochmal gesondert erläutert werden. Das machen wir jetzt aber nicht. Franz, lies mir doch mal einfach oben vor, was da steht. 10 Schwerter. Betrachten Sie die hohen Schwerterkarten einmal als Transformationsprozess. Von der Raupe zum Schmetterling. Bei dem 8 Schwertern spinnt sich auf Raupe in ihren Kokon ein. Spinnt sich eine Raupe in den Kokon ein, ne? Neun Schwerter zeigen den Reifungsprozess in der Abgeschiedenheit. Mhm. Und die 10 Schwerter erfolgt ein Sprung in das neue Dasein. Genau. Also wenn du das jetzt hörst gegen das, was wir gerade gehört haben, ne, da Weil würde ich... das vorher besser. Warum? Ich habe es besser verstanden. Es war konkreter, ne? Ja. Ich finde auch, also gerade wenn ihr Karten legen wollt und konkret auch was rausziehen wollt, dann ist das mit den Schlüsselworten fast besser, finde ich, auch wenn es härter ist. Hier, das ist eher ein bisschen schwammiger und... Hallo, Franz. Und das ist halt der Nachteil des Psychologischen. Ne? Wir können jetzt hier alles Mögliche hineininterpretieren. Was hauptsächlich gesagt wird, ist, es ist ein Verwandlungsprozess, eine Transformation. Und das stimmt natürlich auch, aber die Karte, die sieht ein bisschen anders als nur Transformation aus. Gut, als nächstes nehmen wir das Buch von Lilo Schwarz. Magst du da mal die 10 der Schwerter raussuchen? Ich kann das in der Zwischenzeit schon von dem nächsten Buch machen. Mal sehen, wer es zuerst hat. Hab's. Sehr gut. Dann leg das auch mal darunter, genau. Also bei Lilo sieht man schon auch wieder einen ähnlichen Aufbau wie bei dem Buch von der Noemi. Und wieder, ich muss mir jetzt zur Seite gehen, ein bisschen eine schöne Aufteilung mit auf den ersten Blick, Allgemeines dazu. Und waren dann viele, viele Stichwörter, auch wieder wie bei Hajo Banzhaf. Und ganz unten, das finde ich besonders toll, eine Kartenlegung. Für jede Karte hat sie sich eine spezielle Kartenlegung ausgedacht. Das finde ich eine super coole Idee. Wie ein Schwert wurde das gebaut, oder? Genau, also vielleicht können wir das mal... Du sitzt genau davor. Ja, ich sitze genau davor. So. Schieb mal dein Gesicht auf die andere Seite. Das kann man nicht machen. Ich bin festgefroren sozusagen. Aber ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Ne? Mhm. Also, man sieht hier, dass sie eine kleine Dreierkartenlegung dazu geschaffen hat. Und vielleicht, dass ihr einen Eindruck bekommt, liest uns Franz nochmal auf den ersten Blick vor. Auf den ersten Blick. Du weißt es immer wieder besser. Aber jetzt leidest du... Sicht und spürbar und fühlst dich als Opfer. Du scheinst am Boden zerstört zu sein. Ist der Weg des Leidens und Jammerns wirklich dein Weg? Willst du gesund werden? Dreh den Spieß um und ergreif die Initiative. Oder lass dir helfen. Weißt du, was Initiative heißt? Eigenkontrolle. Ja, das heißt, fang selbst an. Mach was. Okay. Ne? Ja, wie findest du das, was sie da geschrieben hat? Mich hat immer noch am besten dieses mit den Stichwörtern angesprochen, weil das ist auch wieder so ein Text, der lange dauert. Mhm. Bei den Stichworten hast du Punkt, 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 Punkt und hier hast du... Ja, das. Wie ist es denn? Sind da bessere Stichwörter? Lies doch mal nochmal vor, was hier steht. Ein bisschen davon. Bringt dir Leiden Heilung? Denkst du dir sei zu helfen? Was alles nagelt dich fest? Drück dich zu Boden. Welche Opfer bist du bereit zu erbringen? Genau. Ich fand das mit den anderen Stichworten. Ja, ich
Muss dir recht geben, obwohl wir sehen hier den Unterschied. Ne? Bei dem einen haben wir konkretes Kartendeuten, was ja viele Menschen auch einfach machen wollen, wenn sie sich die Karten legen. Und hier werden wir, ähnlich wie bei dem Buch von Johannes und Evelyn, dazu aufgefordert, und über uns nachzudenken, indem hier viele Fragen gestellt werden und sogar noch eine Tarotlegung gemacht wird. Also schon eine gute Reflexion. Ja, als nächstes habe ich hier die Renate Anratz. Da ist es etwas schwieriger. Sie hat Da hier war die. es doch War gerade. das da? Das waren die 10 Münzen, ne? Magst du es mal finden? Nee, bei den Hofkarten wird es nicht sein. Es wird hier irgendwo sein. Guck mal. Oder? Such du mal. Du bist die Jungfrau. Das sind die Trumpfkarten. Das muss weiter hinten sein. Da ist die 10. Da ist es. Sehr gut. Die 10 der Schwerter. Legst es mal wieder so, dass man es gut hinsehen kann. Also, was viele Menschen da vielleicht abschreckt, gerade in der Generation Y, ist, dass es ein längerer Text ist. Und das ist schwarz-weiß. Und es ist schwarz-weiß. Ganz schrecklich. Sowas will man überhaupt nicht lesen. Aber vielleicht liest du mal den Gedanken des Tages vor. Also, wir haben hier erst einen einleitenden Text. Der tiefste Punkt hat auch sein Gutes. Es kann nur noch aufwärts gehen. Das ist der Gedanke des Tages. Ja, und bitte mach das nicht, was du da gerade tust. Und was steht danach? Die klassische. Klassisches Wahrsagen. Niederlage. Der tiefste Punkt. Versagen. Resignation. Niedergeschlagen. Kaputt. UK. Kaputt. Kaputt. K.O. K.O., ne? Nein, UK. Hier. UK. Aha, kaputt, okay. An der Verzweiflung festgehalten. Man kann nicht verlieren. Vergiss es. Das ist wieder so Richtung das, was Hajo Banzhaf gesagt hat. Und was steht da ganz unten? Tipps aus der Praxis. Ein Paar will sich seit Jahren trennen. Endlich bestätigt die Schwert 10 aus. Die beiden erschrecken. So definitiv plötzlich geht es doch. Besser als vorher. Warum? Der Schock brachte die Einsicht, so geht es nicht weiter. Damit endete der Krieg, aber nicht die Beziehung, zumindest manchmal. Ja, das finde ich eigentlich super. Also wir haben hier einerseits eine eher psychologische Ausdeutung mit Verbindung zur Numerologie im Einleitungstest, Text. Dann haben wir konkrete Ratschläge für den Tag. Und sie nennt es sogar das klassische Wahrsagen, was Hajo Banzhaf da ein bisschen weniger so darstellt, als es das sei. Und ein Beispiel aus der Legepraxis. Ich verstehe jetzt wieder, warum ich mit diesem Buch gelernt habe. Ich finde das sehr gut, Ich finde das sogar besser als das nur mit den Stichwörtern. weil man da nochmal bessere Ideen hat, ne? Siehst du, deswegen habe ich das damals auch gemacht. Ja, und nun gucken wir als letztes, und ich glaube, wir werden heute nicht mehr Karten besprechen. Vielleicht mache ich da später nochmal was drüber. Ich glaube, eine Karte reicht vollkommen zur Ansicht. Und dann bewerten wir noch die Bücher, welche wir am besten fanden. Das machen wir. Aber such erst mal hier, das ist nämlich das neue Buch, was ich heute oder vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen habe. Es ist auf jeden Fall flexibel. Es fässt sich sehr gut an, ne? Das habe ich auch schon gesagt. Es hat sogar Seitenzahlen. Ja, ho, haben das die anderen Bücher nicht? Nein. Ich glaube schon. Hier sind doch Seitenzahlen. Da. Genau, da haben wir Zehn die der Schwerter. Zählschwerter. Also mein erster Einblick sieht schon ganz schick aus. Also. Hier oben stehen die Stichwörter, Ende, Einsicht, Aufgaben. Hier wird das auch übers Modern Witch Tarot. In deinem Leben und deine Selbstfürsorge Praxis. Genau, dann lass uns doch mal die beiden Paragraphen Nee, lesen, die oder? Praxis. Nur die Praxis? Okay, dann bin ich gespannt, was wir über die Praxis hören. Erdzeichen wollen es halt immer praktisch. Es ist schwierig, Hinweise dafür zu geben, wie man mit Verlust zur Verlängerung
und wie man mit Verlust und Veränderung umkehren kann, da das ein intimer, individueller Prozess ist. Hör in dich hinein. Was du jetzt brauchst und versuche dabei so aufrichtig wie möglich mit dir zu sein. Wie findest du das? Die Praxis in dem anderen Buch fand ich ein bisschen besser erklärt. Ja, das ist jetzt nicht ganz fair von der, das finde ich auch, aber es ist jetzt nicht so ganz fair, das Buch auch nur aufgrund dieser Praxis zu beurteilen. Deswegen lese ich diesen einen Paragraphen auch noch vor. Du bist dabei, dich von Illusionen zu verabschieden, die dich lange begleitet haben, und wirst dazu aufgefordert, dich dem Schmerz, Verlust und der Veränderung zu stellen. Je nach Vorgeschichte kann sich das unmöglich anfühlen und du hast vielleicht das Bedürfnis, dich in Konsumessen oder Online-Welten zu flüchten, die dir das Gefühl geben, der Situation zu entkommen. Mittel zu haben, um mit überwältigenden Gefühlen umzugehen, ist eine Überlebensstrategie, die im aktuellen Moment hilft und an sich nichts Verwerfliches. Doch das verzögert die Verarbeitung der Gefühle nur und irgendwann musst du dich stellen. Also du hast ja vorhin gesagt, dass die Frau da zockt, ne? Und das fällt mir jetzt auch auf in dem Text. Da wird halt explizit auf die Themen noch nicht ganz deiner Das ist ja auch das Generation. Modern Witch Tarot. Genau. Und da wird auch nicht nur über das normale Tarot, sondern auch über das Modern Witch Tarot erzählt. Genau, aber ich finde das super, dass das so auch auf die moderne Sprache gebracht wird. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man in 20 Jahren dieses Buch liest, ja, Dann wird das wieder komplett out sein. dann wird das out sein. Und die anderen Bücher, aus denen ich vorgelesen habe, also gerade hier sowas wie die Stichworte, ist immer aktuell, ne? Ja, Wie weil findest, was wie, oder wie siehst du das? ich sehe das genauso, weil diese Handys werden irgendwann, Anders aussehen. ja, und Ja, aber es geht jetzt gar nicht so sehr um die Bildersprache, sondern um den Text. Also was Noemi da schreibt, finde ich vollkommen richtig, ne? Finde ich einen guten Text. Ich finde es auch, wie gesagt, gut, dass sie das so explizit auf die Themen der surfenden, zockenden, wie mein Franz sagen würde, Generation belegt. Aber es hat halt auch die Gefahr, schnell outgedatet zu sein. Von daher ist es aber als Einstiegsbuch für jeden, der aus dieser Generation ist, bestimmt sehr, sehr gut. Ich denke aber, wenn ihr die anderen Bücher seht, dass ihr da durchaus auch gute Sachen draus ziehen könntet. Welches war denn jetzt dein Lieblingsbuch von denen, ich die habe sie ich? nach Bewertung, also das Beste oben und das Schlechteste Da unten. bin ich jetzt mal sehr Also gespannt. das hier ist das Beste. Tarot im Leben, in Tarot. die Karten schauen. Sehr gut, Kurt, weil das ist für mich auch das Beste. Von Renate Anrath. Anratz. Anratz. Dann habe ich als nächstes Schlüsselworte zum Tarot von Esoterik Goldmann. Nein, das ist der Verlag. Und Banzhaft der Mann Hans. heißt Hajo Banzhaf. Der hat den Tarotverband Hajo gegründet. Banzhaft. Ja, das ist Hajo Okay. Banzhaf, genau. Dann das nächste Buch war von Lilo Schwarz, das große Tarot-Praxisbuch. Ist halt ganz gut gewesen. Ja, das ist auch toller Umschlag aus dem gleichen Material wie der Von der von. Noemi Christoph, das Tarot für dich. Ist der Titel Nummer 4 in deinem Fa in deiner Favoritenskala? Okay. Und dann Johannes. Johannes Fiebig, Evelyn Bürger, Tarot Basic White. Pa Tarot Basic Weight. Wait. Genau, das ist der Autor, ne? Ja, und ich muss sagen, da sind wir einer Meinung. Tschakka. Ich bin ja nicht ohne Sinn dein Sohn. Das stimmt. Ja, ich finde, ihr habt jetzt hier mal einen kleinen Einblick in fünf spannende Bücher bekommen, die ihr vielleicht alle im Schrank haben solltet und könnt euch anhand dessen, was wir hier gerade gemacht haben, eine eigene Meinung bilden, welches Buch für euch das Beste wäre. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, wenn ihr uns erzählt, welches euer Lieblingsbuch ist bei der ganzen Sache oder ob ihr ein Buch habt, was ihr noch viel, viel besser findet. Ich glaube, ich werde so etwas Ähnliches nochmal mit englischsprachigen Autoren machen. Und wir, Franz, wir werden demnächst mal wieder
Unboxing machen, ne? Das ist mal wieder dran, aber dafür müssen erstmal wieder tolle neue Tarot-Decks bei uns eintreten. Jetzt haben wir zwei Schwertkarten. Hast du die jetzt auch gerade noch gezogen? Ja. Ja, das ist der Bube. Das wäre was, was wir auch noch uns angucken könnten. Wie gehen wir mit den Buben um? Aber ich glaube, für heute haben wir genug gemacht, ne? Mit dem Buben geht man nicht um. Ja, du bist so ein kleiner Bube der Schwerter, ne? Mhm. Bist immer auch am Zocken und am Raufen und am Widersprechen. Ich kann ja noch einmal gucken, wo du das jetzt gezogen hast, was die Noemi zum Buben der Schwerter sagt. Bube der Schwerter, wo ist meine Brille? Inspiration, Neugier und Kommunikation. Das ist mein Franz. Stolz und aufrecht steht der Page da, sein großes Schwert in die Luft erhoben, seine Haltung spielerisch leicht zur Seite gedreht. Hinter ihm türmen sich Wolken auf, Vögel zieren den blauen Himmel und symbolisieren die vielen neugierigen Ideen, mit denen der Page loszieht, die Welt zu erobern. Alles scheint in Bewegung, man spürt förmlich den Wind, der die Haare des Pagen zerzaust und die Wolken über den Himmel treibt. Also eine reine Beschreibung der Karte. Lisa Stirl vereint mit den Farben der Kleidung die leichten, fröhlichen Sommerfarben des Luftelementes. In Blau und Rosa spiegelt sich der Himmel und die Landschaft wider. Auch die Haare ihres weiblichen Pagen wehen dynamisch im Wind. Das Schwert streckt sich mutig in die Luft. Also da irritiert mich das mit dem weiblichen Pagen. Ein Page ist vom Wort her einfach transgenderig, nämlich androgyn. Und auch die Karte von Wade ist ja durchaus, wenn ich das hier nochmal einblenden darf, sehr androgyn gehalten. Also da bedarf es nicht aus meiner Sicht der weiblichen Umdeutung. Gerade auch die Pagenbuben sind ja dann die Prinzessinnen in anderen Tarots. Von daher, ja, das finde ich jetzt nicht so gelungen. In deinem Leben bedeutet der Page, und dann haben wir halt einen weiblichen Pagen, und das ist dann der Page, finde ich doof. Also wenn schon transgendern, dann richtig. Der Page der Schwerter bringt einen kleinen Neuanfang im Bereich Kommunikation, der dich dabei unterstützt, dich neugierig und offen neuen Wegen des Selbstausdrucks zu nähern. Du möchtest jetzt deine Stimme in die Welt hinaustragen und dafür mehr und mehr in deiner Geschichte und deinem Wissen teilen. Mit dem Mut des jungen Pagen im Rücken kannst du neue Wege entdecken, dich mitzuteilen, indem du beispielsweise anfängst. Also das irritiert mich wirklich. Es ist ein Transgender-Deck. Es wird hauptsächlich auf weibliche Menschen gelegt und dann ist das männlich. Ne? Das finde ich nicht gut. Und das finde ich vor allem nicht gut, weil die Generation Y besonders gut darin ist, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, die sprachlich nicht ganz präzise sind. Das ist jetzt etwas, danke Kurt. Das war nur ein Beispiel. Genau. Und du hast es sogar noch geschafft. Was habe ich geschafft? Meinen richtigen Namen. Ja, das werde ich rausschneiden. Oder darf ich es drin lassen? Mir egal. Weiß ja eh jeder inzwischen. Genau, also das ist etwas, was ich dann nicht so gut finde. Und darauf würde ich jetzt noch mal im Buch gucken. Sprachpräzision ist halt wahnsinnig wichtig für die Generation Y. Nochmal kurz als Vergleich, was steht bei Hajo Banzhaf beim dort Buben der Schwerter? Beim Buben der Schwerter steht allgemein Chance, etwas zu klären, wahrscheinlich aber ein heraufziehender Konflikt bei Beruf. Eine drohende Auseinandersetzung und Kritik, Beziehung, Krise, Streit, klärende Aussprache, Bewusstsein, Diskussion, schmerzhafte Einsichten, Ziel, Klarheit, Einsicht, Objektivität, Schatten, sinnlose Stichelei, Boshaftigkeit. Umkehr, ja, da war ich gerade ein bisschen boshaft, ne? Umkehr, Misserfolg, Unendlichkeit. Ja, ich finde, da gefällt mir das, was die Noemi geschrieben hat, besser, ne? Dass der Aspekt der Neugierde
der Leichtigkeit hervorgehoben wird. Da sieht man, dass wir schon noch sehr im traditionellen Denken sind hier in dem Buch. Aber wir haben wieder gute, konkrete Stichworte. Gut, wir können sagen, dass es hier die männliche Art und Weise daran zu gehen, es ist ein Bube. Und in dem Modern Witch Tarot haben wir eben eine weibliche, junge Frau, die androgyn, non-binär, wie man jetzt sagt, daherkommt. Also das mal als kleiner Impuls noch zusätzlich, für den ich dir sehr dankbar bin. Bitteschön. Danke, lieber Franz, du hast das sehr gut gemacht. Du bist ein großartiger Assistent. Und dann würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Video, meine tarotischen Freunde. Und wir sehen uns bald wieder bei einem neuen Video. Und was wollte ich noch sagen? Abonnieren, Glocke aktivieren. Und wenn euch etwas nicht gut gefallen hat, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und bitte liken. Du siehst übrigens ganz klasse aus, wie du da aus dieser Rose rauswächst. Ach so, ist sie gar nicht auch. Das sieht total gut aus. Okay, macht's gut da draußen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Tschüss.